Hallo und herzlich willkommen bei Memory PC, deinem Kanal für Gaming, Hardware und mehr. Dir gefällt dieses Video? Dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Heute zeigen wir euch, wie einfach es ist, in einem von unseren Systemen das Netzteil einzubauen und anzuschließen. Normalerweise leuchtet dieses System in allen möglichen Farben, aber damit es das kann, fehlt natürlich erstmal der Strom und den liefert das Netzteil. Deswegen bauen wir das jetzt erstmal ein. So, wir schauen uns jetzt einmal die einzelnen Stränge des Netzteils an und erklären dann, welche Komponenten diese später mit Strom versorgen. Fangen wir an mit dem 24-Pin-Anschluss für das Mainboard. Dieser ist der größte Anschluss des Netzteils und ihr erkennt ihn an diesen 24 Pins. Der zweite Anschluss, den wir uns anschauen, ist der Anschluss für die CPU. Diesen erkennt ihr daran, dass er im Gegensatz zum Mainboard-Anschluss nicht mit 24, sondern mit 8 Pins kommt. Ihr könnt ihn aber je nach Mainboard auch in 2x4 aufteilen. Der dritte Anschluss, den wir uns anschauen, ist der Anschluss für die Grafikkarte. Dieser kommt auch mit 8 Pins, lässt sich aber gegenüber der CPU nicht in 2x4, sondern in 6 und 2 teilen. Jetzt schauen wir uns den letzten Strang und seine Anschlüsse an. In diesem Fall ist das SATA und Molex. Molex ist ein älterer Anschluss, der heutzutage größtenteils bei Gehäuselüftern oder Zusatzkarten verwendet wird. Über den SATA-Anschluss werden die meisten Festplatten und sonstige Peripherie mit Strom versorgt. Bei den meisten Gehäusen wird das Netzteil hier hinten mit dem Lüfter nach unten verbaut. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Die Seite, auf der ihr den Ein- und Ausschalter findet, gehört in diesem Fall nach hinten. Als nächstes fixieren wir das Netzteil mit 4 Grobgewindeschrauben hinten im Gehäuse. Damit die Anschlüsse jetzt auch auf der Seite vom Mainboard sind, müssen wir die Kabel einmal durch das Gehäuse durch auf die andere Seite führen. Bevor wir das Netzteil jetzt an die richtigen Ports anschließen, müssen wir erstmal schauen, welche Anschlüsse wir benötigen. Die Stromversorgung für die CPU findet ihr hier. Den Anschluss fürs Mainboard findet ihr hier. Und die Anschlüsse für die Grafikkarte findet ihr hier. Bei jedem dieser Anschlüsse ist zu beachten, dass wir jeweils so eine Nase haben, sowohl auf dem Anschluss als auch auf dem Port selbst. Dann heißt es nur noch Nase auf Nase und rein in den Anschluss. Auch die Grafikkarte will natürlich ihren Strom haben und den schließen wir jetzt an. So, und um zu testen, ob das Netzteil auch richtig eingebaut wurde, machen wir das System jetzt einmal an. So wie wir sehen, ist uns beim Einbau alles geglückt und das System kann wieder in allen Regenbogenfarben strahlen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal. Sollten trotzdem noch offene Fragen bestehen, stell sie uns einfach unten in den Kommentaren. Und denk immer dran, wir lieben deinen PC.